und herzlich willkommen. Schön, dass du auf meinem Kanal bist und schön, dass du mir heute zuschauen möchtest, wie ich den wunderlich Kennzeichenhalter anbringe. Ich kann jetzt schon sagen, es wird sehr umfangreich und ich finde, das Ergebnis, was am Ende rauskommt, das kann sich sehen lassen. Es gibt so einiges zu beachten bei dem Umbau. Es ist sehr umfangreich, es muss viel abgebaut werden, umgebaut werden, umgepinnt werden, neu angeklemmt werden. Wie gesagt, ist alles gut detailliert, aber das sehen wir gleich, wenn wir rübergehen und uns mal anschauen, was so alles in der Box drin ist. So, wie gesagt, jetzt schauen wir mal rein, was ist inside the box. So, und dann wollen wir auch gleich anfangen. So, das ist der eigentliche Kennzeichenhalter. Auch sehr hochwertig. Diese Verlängerungsstrebe hier, der hier gleich hinten blau markiert ist, ne? Warte mal hier die Kamera. Diese Verbindungsstrebe, ja, die kann man entfernen und kann dann den Halter hier sofort an diesen Halter montieren. So, okay. Hier ist die Kennzeichenbeleuchtung, die dann hier irgendwie so montiert wird, hier drunter. Okay. Der Reflektor, der kommt dann nachher hier dran, wird draufgeklebt. Ja, hier hat man noch Verkabelungsanleitung, hier hat man noch mal irgend so einen Anti-Klapperschutz oder sowas. Mitgeliefertes Fett und Schraubensicherung. Cool. Okay, das ist im Karton Nummer 1. Hier haben wir Karton Nummer 2. Okay, genereller Hinweis. Ja, hier sind Drehmomente aufgeführt, also sind Standarddrehmomente für diverse Schrauben. Die Zugfestigkeit, dann M5, 6 Newtonmeter, ne, und so weiter. Sehr schön aufgeführt. So, das ist der Heckumbau. Der ist gut detailliert, sehr umfangreich, schön beschrieben. Und hier ist so eine Art Maßband. Ja, das ist cool. Ja, wie ihr seht. Sehr umfangreich. Ja, ich würde sagen, das ist ganz schön knifflig. So, was ist hier drin? Alles klar. Hier ist das Unterteil vom Heck mit dem integrierten Rücklicht. Nochmal hier. Mit dem integrierten Rücklicht, wie ich finde. Sehr schön. Sind die Käbelchen, hier wie man sehen kann, die drei Käbelchen, na, sind abisoliert und werden dann nachher mit so Quetschhülsen verbunden. Was haben wir noch hier drin? Ah ja, hier haben wir den Gegenstecker. Der kommt dann, wird dann verbunden mit dem fahrzeugseitigen Kabelstrang. Hier in den Endhülsen. Hier in den Endhülsen. Ah, jetzt. Das sind die Endhülsen. Da werden nachher die Käbelchen reingesteckt. Und hier, ne, hier wird dann der Fahrzeugstecker, der in den fahrzeugseitigen Kabelstrang geht. So, was haben wir noch? Wir haben noch mal eine Fettpaste. Ach ja, das ist das noch mal das Halteblech mit den Gewindedingen, die hier drin sind. Aha, ein Mütterchen. Ah ja, hier sind noch mal Schrauben drin, Unterlagscheiben, also Schrauben, Unterlagscheiben, noch mal Schraubensicherung. Ich würde sagen, das ist blaue Schraubensicherung mittelfest. Jo, das ist auch hier dabei. Ja, ich würde sagen, dann fange ich mal mit dem Objekt der Begierde an. Auf wie geht's? Und da steht's Moped. Okay, zuerst werden die Seitenteile demontiert. Das ist ja noch keine große Aufgabe. Dazu nimmt man einen 25er Torx. Okay.
Fakten ist das erste Seitenteil schon an. Das zweite Seitenteil. Jo. Also bis hierhin ist das alles noch kein Hexenwerk. Ah, da ist dieses Schloss dahinter. Die zwei Schrauben hier löst, dann wird das Seitenteil einfach ein bisschen zur Seite gemacht. Und dann kommt man an diese Schraube hier. Also ich kann mal das sehen. Ich weiß nicht, ob man das sieht, wo ich hier gerade hinzeige. Und die Schraube. Gut, okay. Jetzt wird dieser Rahmen hier abgebaut. Dazu brauchen wir auch einmal den 25er Torx. So, jetzt brauchen wir einen 40er Torx und jetzt werden diese Schrauben hier vom Rahmen gelöst. Das sind 4 Stück. Die werden später, wie ich gesehen habe, mit 19 Newtonmeter wieder festgezogen. Neues Motorrad hat noch keinen Meter gefahren. So, jetzt muss diese Schraube hier gelöst werden, die hier drunter ist. Ich hoffe, ihr könnt das auf dem Video sehen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, für jemanden, der keine Ahnung vom Schrauben hat oder sich nicht wirklich damit beschäftigt, für den wird das nachher ein schönes Puzzlespiel mit dem Zusammenbauen. Diese Schrauben, die ich jetzt loswehe, das sind 30er Torx. Also ihr braucht eine 25er Torx, einen 30er Torx und einen 40er Torx. Dann hoffe ich doch ganz inständig. Ah, jetzt geht der Rahmen ab. So, das ist nur eine Verkleidung. Und das hier ist nur eine Verkleidung. Die muss gelöst werden, damit man später an diese Schrauben herankommt. Weiter im Text. So, das sind nochmal, das sind 30er Torx. Die halten jetzt den Kennzeichenhalter mit Rücklicht, Blinker und so weiter. Jetzt kann man von dem Kennzeichenhalter, das ist auf der Unterseite, nochmal 5 Schrauben, so wie ich sehe, abmachen, um an die Stecker vom Blinker zu kommen. Das ist wie so eine Art Kabelkanal. So, ihr Hübschen, also schaut euch das mal an. So, das sind die Stecker von den Blinkern, wie man hier schön sieht. Die Blinker muss ich dann hier noch abschrauben. Das ist das Oberteil. Das ist, wenn ihr von oben drauf guckt. Ja. Und von unten hier die Schrauben müsst ihr rausdrehen. Dann habt ihr hier noch eine Schraube. Die habe ich hier rausgedreht. Könnt ihr das so hochklappen. Dann kommt ihr an den Kabelstrang, der hier festgeklammert ist, hier festgeklipst ist, hier festgeklipst ist. Die Blinker übernehmt ihr für den wunderlichen Umbau, wenn ihr wollt. Oder könnt ihr übernehmen. Ich werde das in meinem Fall tun. Und dann ist dieses Teil komplett, so wie ihr es hier seht, dann Geschichte. Und ich kann jetzt quasi mit dem Anbau des neuen Kennzeichenhalters anfangen. Okay, weiter geht's. So, jetzt muss ich laut Anleitung die Entriegelung der Sitzbank lösen. Dann machen wir das mal. Also das ist das Fangschloss von der Sitzbank. Gut, haben wir gemacht. Nächster Step. Jetzt wird wieder der Haltegriff montiert. So, wir ziehen die Schraube mit 19 Newtonmeter an. So, jetzt wird die Trägerplatte montiert für den Auslegearm vom Kennzeichenhalter. Die Schrauben werden mit Loctite eingesetzt. Ja, einen kleinen Tropfen auf die Schraube drauf. Und dann wird diese Trägerplatte für den Auslegearm montiert. Wird jetzt mit dem 30er Torx festgezogen. Mit 3 Newtonmeter. Schraubt ihr mit Kumpel, schraubt ihr alleine, bringt ihr das weg. Sagt ihr, ich habe 2 linke Hände. Na, ich habe halt den Vorteil, das ist mein täglich Brot zu schrauben. Ich bin Automechaniker und das stellt mich jetzt nicht gerade vor der größten Herausforderung. Ist halt eben viel Fleißarbeit, weil viele Schrauben und ja, aber es macht Spaß. So, ihr seht hier so ein bisschen Echtzeit. Also irgendwie ist in der Anleitung schlecht beschrieben, wohin die Stecker sollen. Aber ich vermute mal,
sollen unter das Bordwerkzeug hier verlegt werden. Also sollen hier rein. Aber der Vorteil ist, ihr könnt das jetzt alles live mehr oder weniger sehen, welche Schwierigkeiten so auftreten, wenn man das erste Mal macht. Und ich denke mal, für sowas ist doch ein Video ganz gut, denn dann habt ihr nicht das Problem, wenn ihr das umbaut, sondern dann wisst ihr zum Beispiel, dass dieser Kabelstrang in diesem Bereich hier verlegt werden muss. Das muss noch verkrimmt werden, diese Käbelchen hier. Da kommen noch diese Steckverbinder drauf. So, weiter geht's im Text. Also der muss noch lose bleiben, weil man hier noch Kabel durchführen muss und man noch das Rücklicht muss ja auch noch befestigt werden. Wenn das Kabel dann hier so durchgeführt ist und an seinem Bestimmungsort angekommen ist, irgendwo hier, dann muss man ja hier noch irgendwie an diese Mutter, könnt ihr jetzt nicht sehen, ne? Und an, naja, man muss auf jeden Fall noch hier an diese Muttern dran kommen, um das Rücklicht festzuschrauben. Es geht weiter im Text. Die Abdeckung wird angebaut. So, wie gehabt, auf die Schrauben kommt Loctite drauf. Jetzt soll diese M8x12er Schraube montiert werden mit einer schwarzen Unterlagscheibe. Ich vermute mal, Wunderlich hat eine solche Schraube gewählt, die schon von Hause aus eine große Auflagefläche hat, sodass diese Unterlagscheibe entfällt. Und wie immer kommt da mal so ein kleiner Tropfen Loctite drauf. So, das reicht. Das ist ja nur, damit die Schraube sich nicht losrappelt und wieder rausfällt. Ja, ihr wird jetzt hier unten montiert. Na, das sind 3 Newtonmeter. So, die Schrauben M8x12 werden mit 16 Newtonmeter festgezogen. Jetzt wird diese schwarze Torx-Schraube mit dieser schwarzen Unterlagscheibe montiert und dieser schwarzen Mutter. Das Ganze wird dann hier durchgeführt. Oh weh. Ganz schön fummelig. So, dann ziehen wir die jetzt hier fest. Okay, jetzt wird das Rücklicht eingeführt. Oh weh, das wird fummelig. Alter Falter. Damit mir das hier nicht die ganze Zeit im Weg ist, nehme ich das jetzt hier einfach mal kurz weg. Also zuerst montiert ihr diese großen Unterlagscheiben und dann diese Federringe. Ja, das wird spaßig. Und dann die Mutter ansetzen. Das wird noch viel lustiger. Nummer 2. Okay, das haben wir auch geschafft. Eine Ewigkeit später. So, also versuchen wir es nochmal. Hat verloren. Okay, mit einem 7er Ringmaulschlüssel ziehe ich jetzt diese Mini-Mütterchen bei. Ja, ist das herrlich, ey. Okay, das ist wieder so ein Geduldsspiel hier. So, ihr Lieben, die Verkabelung ist gemacht. Der Kennzeichenhalter ist montiert. Ja, jetzt heißt das Ganze ein bisschen zusammenrödeln schön und hier unten drunter verstauen. Jetzt wird noch der Schlossträger montiert. Jetzt kommen noch die 2 Schrauben rein. Da kommt die Sitzbank drauf und dann ist der ganze Umbau fertig. Jetzt noch die Rücksitzbank drauf. Und et voilà, das war's. So, und das ist jetzt der Wunderlich Kennzeichenhalter.
Mann, sieht doch sexy aus. Ich habe, wie gesagt, die Verlängerung weggelassen. Das war's. Der Kennzeichenhalter ist dran. Es war ein bisschen mehr Arbeit wie gedacht. Für jemanden, der ungeübt ist, ist das sehr viel Fummelsarbeit. Und für alle anderen ist das gut zu bewerkstelligen. Zwischen zwei Stunden und drei Stunden ist das Teil montiert. Es sieht richtig schick aus. Okay, wir sehen uns beim nächsten Video. Also bis dahin, ciao, ciao, bye, bye.